Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um den Ölwechsel von einem VW EOS mit dem 2 Liter FSI Motor. Der Motor hat 2 Liter Hubraum, 4 Zylinder, ist ein reiner Saugmotor und hat eine Direkteinspritzung und 150 PS. Bei diesem Fahrzeug nehmen wir einmal einen Ölwechsel vor. Werde ich Folgendes zeigen, und zwar werde ich einmal den Motorlauf mit dem Dezibelmesser mit dem alten verbrauchten Öl zeigen und messen und einmal so eine Soundaufnahme mit dem Mikro machen. Dann im Anschluss wird der Motorcleaner eingefüllt, der Wagner Motorcleaner, insgesamt eine Packung von 500 Milliliter. Das Ganze lässt man dann ungefähr 20 Minuten einwirken, man kann aber auch 20 Minuten fahren. In meinem Fall war es jetzt ungefähr eine Viertelstunde und das war zeitlich ein wenig knapp getimt, aber eine Viertelstunde Wagner Motorcleaner muss dann auch reichen. Dann im Anschluss wurde das neue Öl eingefüllt, in diesem Falle war es ein Mobil 1 0W40 ESP. Kleine Notiz am Rande, das Öl gibt es nicht mehr, wir hatten das aber noch zu Hause auf Vorrat und deswegen verwenden wir das natürlich auch. Für den nächsten Ölwechsel wird dann was anderes kommen, aber das ist noch ein bisschen hin, bis es denn soweit ist. Anschließend werde ich natürlich auch einen Soundvergleich machen, wie der Motor mit dem frischen Öl klingt nach der Wagner Motorcleaner Behandlung. Und natürlich, ein neues Öl hat natürlich auch viel bessere schmierende Eigenschaften als ein altes, durchgelutschtes Öl. Und dann im Anschluss werde ich das Wagner Mikrokeramik einfüllen, in diesem Fall 400 Milliliter. Und im Anschluss fahre ich eine Tour von ungefähr 40 Kilometern und dann zeige ich euch nochmal eine Dezibelmessung und die Soundrundgang am Motor. Und dann werde ich mal gucken, wie sich das Ganze so verhält und werde über meinen Eindruck berichten und wie mir das Ganze gefallen hat. Nun sind wir fertig mit dem Ölwechsel. Eben gerade haben wir den Motorcleaner von Wagner verwendet. Der war ungefähr eine Viertelstunde im Motor drin, während er lief. Und dann wurde das Altöl samt Motorcleaner abgelassen. Haben wir das neue Öl eingefüllt. Und nun wollte ich mal einmal die Dezibelmessung machen, nachdem das frische Öl drin ist und der Motorcleaner gewirkt hat. Und wie man sieht, vielleicht so im Hintergrund, liegt das Wagner Mikrokeramik auf dem Motor, um ein bisschen sich aufzuwärmen, um ein bisschen von der Viskosität nicer zum Verarbeiten zu sein. Und ab geht's zum Auto und dann hören wir mal und gucken mal, was der Dezibelmesser so sagt. Ich möchte einmal kurz den Eindruck mit euch teilen, den ich habe, und zwar das Öl, das da drin war, war etwas über 2 Jahre drin. Das heißt, der Intervall wurde ein wenig überschritten. Ich glaube, der letzte Zettel war aus dem April und jetzt haben wir, was haben wir denn? Oktober, also ich glaube mal fast ein halbes Jahr drüber. Insgesamt die Laufleistung von dem Öl vorher, das drin war, waren 11.000, knapp 10.000, 11.000 Kilometer. Ich finde, dass der Motor jetzt schon nur durch das neue Öl einfach ruhiger und ein bisschen weicher klingt. Also der war eben im Lauf sehr hart. Das ist ein 2 Liter FSI mit 150 PS, also ein reiner Sauger mit Direkteinspritzung von VW ohne Turboaufladung. Und natürlich, Direkteinspritzer sind hier immer vom Betriebsgeräusch etwas lauter als die normalen Saugrohreinspritzer. Aber trotzdem ist das Gefühl von dem Motorlauf nach dem Ölwechsel, bzw. nur mit dem neuen Öl, schon deutlich sanfter. Obwohl auch vorher das Mobil 1 0W40 ESP verwendet worden ist. So, jetzt kommen wir gleich zum Wagner Mikrokeramik. Das füllen wir einmal ein. Und dann drehe ich eine kleine Runde und dann werde ich mal ein bisschen darüber berichten,
wie sich das damit verhält, denn ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich habe super Erfahrungen gemacht im 6-Zylinder Diesel, im 6-Zylinder N52 B30, in meinem 330i, im N47 E20 von meinem Bruder, also mit 177 PS, auch im 1.20 Diesel, auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Deswegen kommt das Öl jetzt auch in diesen EOS hier rein. Da bin ich gespannt, wie sich die Ergebnisse herausstellen werden. Jetzt kommen wir einmal zu dem Wagner Mikrokeramik. Das ist jetzt schon warm, vom Motor ein bisschen aufgeheizt. Und das werden wir jetzt einmal gemeinsam einfüllen und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze so verhält. Ich mache das gerade einhändig, deswegen wird das ein wenig gefreestylt. Also ab geht's! Wagner Mikrokeramik ist nun eingefüllt. Das Ölvolumen von diesem Motor liegt bei 4,6 Liter. Wir haben 4,2 eingefüllt und 400 Milliliter von dem Wagner Mikrokeramik draufgegeben. Das heißt, die Mikrokeramikdose ist nicht ganz leer, da ist noch ein kleiner Rest drin. Und jetzt geht's zum ersten Start. So, der Test geht mal weiter. Ich bin jetzt ungefähr 40 Kilometer lang gefahren und habe das Wagner Mikrokeramik einwirken lassen. Wie man sieht, ich habe hinten wieder den Dezibelmesser aufgebaut und dann werden wir mal schauen, ob sich da irgendwas tut. Mein Eindruck nach der Behandlung mit dem Wagner Mikrokeramik, mit dem Motorcleaner im Vergleich zu dem Altöl ist deutlich wahrnehmbar. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet bei dem Audiorundgang im Motor mit dem Mikrofon. Da höre ich auch schon mit dem menschlichen Ohr. Ich weiß nicht, wie gut das Mikro als solches ist. Höre ich mit dem menschlichen Ohr schon, dass der Motor leise ist. Der Motor läuft aber im Stand schon serienmäßig sehr, sehr, sehr ruhig für einen Direkteinspritzer. Ein Direkteinspritzer hat immer die technischen Nebengeräusche, die kann man sich natürlich wegdenken. Aber was sehr auffällt, ist das ganze Klappern und das metallische Rascheln und Schlagen in den ganzen Komponenten, in den Motorbauteilen geringer geworden ist. Das ist jetzt mein Eindruck nach den 40 gefahrenen Kilometern. Wie ihr auch hier sehen könnt, hat auch der Dezibelmesser, den ich verwendet habe, den habe ich in diesem Fall dreimal gleich positioniert. Also der Motorraum war sehr schmutzig und dadurch war es sehr einfach, die gleiche Position zu finden. Das Stativ habe ich nicht angerührt, das war 1:1. Und in diesen drei Abschnitten sieht man auf jeden Fall auch, dass die Leerlauf-Dezibelzahl in diesem Fall auch sich verringert hat und ungefähr 1 Dezibel. Also vorher waren es immer 73,3, 73,5
Und eben waren es 72,2, 72,0, auch mal 72,5. Also das ist natürlich jetzt, ne, semi-professionell. Das ist jetzt hier nicht, dass ich in einer mit einem geeichten Gerät arbeite, aber es ist einfach eine Verifizierung zu dem, was ich wahrnehme. Und das spiegelt sich ja auch in dem Dezibel-Messgerät wieder, so was meine Wahrnehmung mit diesem Motor und mit dem Additiv so ist. Ich bin natürlich auf das Ergebnis gespannt, wie sich der Motorlauf anhören wird, nachdem 1000, 2000 Kilometer abgespult worden sind, was bei diesem Fahrzeug aber dauern wird, da es nicht sehr viel bewegt wird. Ansonsten hoffe ich, dass euch das soweit ganz gut gefallen hat, das Video, dass ihr so einen Eindruck kriegt, wie man die Produkte anwendet und ihr auch so ein bisschen mit dem Gehör erhören konntet, vielleicht mit Kopfhörern, ich weiß nicht, wenn man das übers Handy hört, ob man das hört. Da höre ich auf jeden Fall die Unterschiede zwischen den einzelnen Segmenten, die ich da gefilmt habe, und das versuche ich dann dementsprechend auch dann so darzustellen. Und wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet oder wenn euch der Kanal gefällt, dann auch gern ein Abo dalassen. Ich freue mich aufs nächste Video, bis bald und bis dann. Peace!